über Spiel kann man auch viel sagen. Ne? Fakt ist, dass wir auch erste Halbzeit überhaupt nicht am Spielfeld waren. Und auch gedanklich, auch körperlich. Wir haben durch individuelle Fehler und einfache Ballverluste im Mittelfeld das Leben von Eintracht einfach gemacht. Wir haben gewusst, dass die natürlich sehr gute Mannschaft sind, dass die auch nach Ballgewinn extrem schnell sind und gefährlich sind, spielen direkt in die Tiefe, überwinden schneller die mittlere Zone, wo auch wir auch uns positionieren wollten und aus dem Mittelfeldpressing gefährlich sein. Das haben wir erste Halbzeit überhaupt nicht in den Griff bekommen und auch, was mich auch jetzt nervt und mich Gedanke mache, ist die einfache, wie wir Tore bekommen momentan. Und das müssen wir jetzt in die Länderspielpause abstellen. Zweite Halbzeit, ja, waren wir auch fairerweise laut in die Kabine und nicht so immer ruhig und gemütlich, wie bei uns in letzter Zeit war. Und ich denke auch, das war ein richtiges Zeichen. Und klar, dann zweite Halbzeit haben wir besser in den Griff gekommen. Dann haben wir auch hinten wenig zugelassen. Klar, am Ende letzte zwei, drei Minuten, wo wir auch alle nach vorne geworfen haben, war auch gefährlich und kann man auch vierte Tor kriegen. Aber dann zwei Tore haben wir in zweite Halbzeit erzielt. Da haben wir auch einmal oder zweimal Pech gehabt. Einmal Aluminium, einmal Torwart hat richtig gut gerettet und dementsprechend von Spielweise und Einstellung zweite Halbzeit zufrieden, erste Halbzeit Katastrophe, müssen wir auch nicht diskutieren. Was ich auch sagen möchte, ich denke auch, dass die Länderspielpause kommt auch richtig für uns, weil ich denke auch durch die Umfeld, Medien und alles drumherum, ich denke auch, dass unsere Spieler paar falsche Ideen im Kopf gehabt haben und in die falsche Richtung sich bewegt haben. Ich denke auch, wir haben klar gesagt, Klassenerhalt ist unser Ziel, erstmal 40 Punkte sammeln und dass wir auch Tabellenplatz 4 gehabt, 6, 7 und 37 Punkte, hat wahrscheinlich uns ein bisschen beruhigt, aber dementsprechend kommt jetzt Länderspielpause richtig gut zu uns. Dann werden wir Spieler in klar im Kopf kriegen und auch wenn wir definitiv oft und hart für unsere defensive Verhalten arbeiten. Thorsten, dir alles Gute für die restlichen Spiele und ja, hoffentlich wir sehen uns wieder. Nicht nur morgen bei den Trainertagen. Erstmal vielen Dank für deine Worte. Also ich bin total froh darüber und total happy, dass wir drei Punkte geholt haben, drei eminent wichtige Punkte in einem Spiel, was eben halt auch schon angedeutet worden ist, mit zwei verschiedenen Halbzeiten. Fakt ist, wir wollten in der Halbzeit auch aus 4-0 gehen, aber das ist uns nicht gelungen. Und dann kommen eben solche Situationen zustande, die wir gesehen haben, wo wir dann um diesen Sieg kämpfen mussten. Das hat die Mannschaft gemacht und sie hat vor allen Dingen in der ersten Halbzeit setze ich mehr an, weil ich auch jetzt viele Fragen gestellt bekommen habe mit dem Aber und Aber und Aber. Fakt ist, in der ersten Halbzeit haben wir ein sensationell gutes Spiel gezeigt, haben drei sensationell schöne Tore rausgespielt mit dem Tempo, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Duisburger, die natürlich trotz allem eine Sensationssaison spielen, mit viel Geduld eben halt auch ihre Spiele angehen. Das haben wir am Anfang gezeigt und haben dann das Tempo reinbekommen und haben alles richtig gemacht, haben da den Grundstein gelegt, um das Spiel zu gewinnen. Und wie gesagt, in der zweiten Halbzeit haben wir es alle gesehen, wurde es dann eng. Aber wir haben dafür gekämpft und das ist momentan wichtig. Wichtig sind Punkte und wir haben einen ganz wichtigen Dreier geholt, deswegen freuen wir uns wahnsinnig heute.